Der italienische Ministerpräsident Matteo Renzi hielt sein Versprechen, nach dem Scheitern des Verfassungsreferendums zurückzutreten. Aber was bedeutet das für das sich weiter zersplitternde Europa? Die Gegner von Renzi haben das Sonntagsreferendum 60% zu 40% gewonnen. Renzi sagte, er werde seinen Rücktritt beim Präsidenten Sergio Mattarella einreichen und werde nicht bleiben, um der Vorsorgeadministration zu helfen. In einer Pressekonferenz sagte Renzi seinen Befürwortern, in der italienischen Politik gibt es keine Gewinner. Ich tat alles, was ich in dieser Phase für möglich hielt, aber wir waren nicht überzeugend. Diese Entscheidung löste noch mehr Unsicherheit bezüglich Europas und des Euros aus. Dabei gewinnen populistische Bewegungen europaweit an Boden. Allerdings erlitt die österreichische populistische Bewegung eine Niederlage, und zwar besiegte der grüne Kandidat Alexander Van der Bellen den Kandidaten der Anti-Immigrantenpartei FPÖ, Norbert Hofer. Herr Van der Bellen sagte nach seinem Sieg, ich habe von Anfang an für ein proeuropäisches Österreich gestritten. Mich treiben die alten Werte, Freiheit, Gleichheit, Solidarität. Ich kämpfe für die, denen es nicht so gut geht. Nach der Ankündigung der Ergebnisse fiel der Euro gegenüber dem Dollar auf ein 20-Monats-Tief. Die größten Verlierer des Referendums werden offensichtlich italienische Banken sein, dass sich die Anleger lieber von jeglichen politischen Unruhen fernhalten. Wirtschaftsminister Piercarlo Padoan versuchte, die Bedenken der Anleger zu beseitigen und sagte, es besteht kein Risiko eines finanziellen Erdbebens. Das italienische Referendum und die österreichische Parlamentswahl haben einen Rutsch ins Jahr der Abstimmungen in Europa gegeben. Mit den Wahlen in Frankreich unter der Teilnahme von Le Pen und in Deutschland, wo Angela Merkel zum vierten Mal kandidieren wird. Das war die Presseschau von heute mit mir, Jack Everett. Bleiben Sie dran. Auf Wiedersehen. Goodbye.